Wenn ich das so lese, was in Ihren Akten steht, dann war Ihr Leben davor, also bevor Sie hierher gekommen sind, ja auch nicht gerade einfach, oder? Ich bin eigentlich ein lebensfroher Mensch. Das ist in der Regel sehr anstrengend für den, der sich erinnern muss an sowas. Wir gehen einmal durch Ihr ganzes Leben. Ich schätze, wir werden so 3, 4 Sitzungen brauchen, bis wir angekommen sind. Angekommen? In der Tatnacht. Ist das wichtig für Sie, was ich denke über Sie? Naja, ich will auf keinen Fall, dass Sie denken, ich bin verrückt wie die anderen hier. Ich meine, hier sind echt krasse Leute, die heftige Sachen gemacht haben. Können wir jetzt aufhören, bitte? Sehen Sie, ich brauche Sie hier. Sonst kann ich meine Arbeit nicht machen. Aber Sie sollten wissen, dass ich mir das sehr, sehr schwer vorstelle. Sich an all das zu erinnern, an all das, was Sie getan haben und wie es dazu gekommen ist. Ich habe Fehler gemacht. Und das Leben, was wir hier vor uns haben, was Sie da die ganze Zeit aufschreiben, das ist eine beschissene Aneinanderreihung von falschen Entscheidungen und ein riesiger Scherbenhaufen. Und den einzigen Kid, den ich hatte, um den ganzen Scheiß zusammenzuhalten, ja, das war meine Tochter. Ich habe einen Auftrag. Hören Sie, ich habe einen Auftrag vom Gericht für den anstehenden Prozess. Ich meine, ich hätte früher genauso reagiert, wenn ich mal von sowas gehört habe. Ich habe dann immer gedacht, die Frau ist das Allerletzte, die hat kein Recht zu leben. Ich hätte mir ja nie träumen lassen, dass ich mal in so eine Situation komme. Wissen Sie, was ich heute denke? Das kann jedem passieren.